Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich jetzt schon wieder ein noch längeres Video als so schon machen konnte. Über eine Stunde. Das längste davor war ja eine Stunde. Aber ich möchte auch nichts rauscutten, weil ich finde, man soll auch den Aufwand sehen, der hinter Rassen ist, weil egal wie lächerlich es aussieht, egal wie einfach die Rasse aussieht, es ist so fucking viel Arbeit, die du da rein investierst. Also tausend Dank, wenn du dir mein Video gibst, egal wie lang oder kurz oder vielleicht sogar das ganze Video. Lol. Ich danke dafür, aber ich würde sagen, auf geht's in den Prozess. Und damit willkommen zur wunderschönen Zeitraffung und Scream-Aufnahme. Ich habe nämlich alle Character-Sheets im Scream gemacht, einfach weil Scream motivierend ist, insbesondere wenn du vor bestimmten Aufgaben wegrennst. Und ich habe mir das verdammte Reboot dieser Rasse seit 2 Jahren vorgenommen. Ich habe vorletztes Jahr, oder letztes Jahr, nachdem das erste Mal die LBM abgesagt wurde, habe ich mich mit Anina getroffen in Leipzig und meinte, falls ihr euch an dieses legendäre Motivationsvideo erinnert, so, yo, du weißt ja noch meine Rasse, ne? Ihr werdet die übrigens mal auffreshen und dann geht die Party richtig los. Also irgendwie nicht passiert. shame on myself. Aber deswegen habe ich es on stream gemacht, damit ich da vorwärts komme. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich streame, will ich produktiv sein. Ich will im Durchschnitt am liebsten ein Bild schaffen. So wirklich komplett von Anfang bis Ende im Stream. Und in dem Fall habe ich mir gesagt, im besten Case schaffst du alle scheiß Trade-Bilder in diesem Stream. Und was soll ich sagen? Ich habe es durchgezogen. Ich war den Abend 17, ich glaube 17 Stunden lang war ich live. Mit Unterbrechungen, weil mein Rechner kurz abgestürzt ist, weil Among Us Rechner gekillt hat, obwohl das Funny Fact ein Gaming-Laptop ist. Ja, nee, ist klar. Wir wissen alle, wie krass kompliziert Among Us aufgebaut ist mit 5000 Special-Effekten und dieser krass 3D-App. Optik. Entschuldigung. Ja. I'm sorry. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich die alten Trade-Bilder durchgescrollt habe. Es war ein Mess. Es war ein absolutes Mess an Gott, Wortsuche. An Farbschema. Dieses Giftgrün im Hintergrund und dann schwarz nieder. Das ist. Nein. Also ich glaube, ich habe Grün im Hintergrund genommen, weil ich mir dachte, im Waldthema, also die meisten Tiaras sind im Wald, deswegen so grün. Aber nee, nee. Wir reden nicht drüber. Ihr werdet jetzt sehen, was für wunderschöne neue Sachen entstehen und ich hoffe, sie genießen es. Ihr seht gerade, wie ich am Rahmen arbeite. Und zwar, mein großes Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie ich die Leute motivieren soll, sich wirklich mit dem Sheet auseinanderzusetzen. Weil, schön und gut, wenn du eine Idee hast, egal wie geil du bist, genau, egal wie geil sie ist, du musst im Regelfall schon Quests liefern, damit die Leute einen Ansporn haben, erstmal sich damit zu beschäftigen und irgendwann kommt sie meistens auch in den Punkt, wo sie sagen, okay, ich habe selber Ideen. Aber ich gehöre auch zu denjenigen, die am Anfang wirklich Quests brauchen, um warm zu werden. Und das hatte ich nicht. Ich hatte mein Konzept hingeschmissen, ich hatte diese cringing Trade-Bilder und habe gesagt, machbar. Ihr seid gerade so schön im Rassenwahn überall, also machbar.
macht man. Aber das ist dumm. Das war definitiv dumm meinerseits. Also 0 von 10, Baby. Aber ich habe jetzt endlich, nach Jahren habe ich mein Konzept gefunden, was mir übrigens random auf Arbeit eingefallen ist, wie so viele andere Sachen. Was früher die Schule war, ist jetzt auch Arbeit. Und dann habe ich halt Alina geschrieben und meinte so, hey, ich habe eine Idee für Quiz. Was sagst du dazu? Klingt das dumm oder würdest du dadurch zum Beispiel inspiriert sein, weil danke nochmal dafür, Schatz. Sie war immer diejenige, die sofort Feuer und Flamme war. Und sie hat auch 2 Babys, 1 sogar gekauft. eine Auktion. Und ich fühle mich weiterhin sehr geehrt davon. Und meine dann eben so, hey, also ich habe ja zum einen das Magiesystem, aber ich wünsche mir ja wirklich aus tiefstem Herzen, dass man sich mehr mit dieser Zwangssymbiose auseinandersetzt, was das für Folgen, Nachteile, Mitwirkungen etc. hat. Also ist mir dann mal eingefallen auf Arbeit, du könntest sozusagen 2 Questwege machen. Den einen wirklich für die Story, nur dann war der Punkt, was soll ich belohnen, beziehungsweise wie soll ich es belohnen? Weil klar, ich kann auch die Quest reinschmeißen ohne Belohnung, aber seien wir ehrlich, wir Menschen wollen belohnt werden für alles. So wie ich belohnt werden möchte für diesen Videoaufwand und den Rest, den ihr da hinterm Grund seht, mit einem Kommentar oder Abo oder beides. Dankeschön. Tut mir leid, das war gerade passend. Das war halt der Punkt, weil ich habe keine optischen Trails, wo du sagen kannst, du kriegst jetzt eine interne Währung und dann hübschst du die einfach aus, wie du gerade Lust und Laune hast. Das ergibt in meinem, mit dem Gedanken, in dem ich in der Rasse habe, keinen Sinn. Ganz stumpf gesagt, meine Rasse ist halt eine Zwangssymbiose gesehen vom Menschen aus. Der Mensch stirbt, egal ob durch andere oder sich selber, sagt sich aber so, Digga, ich will noch nicht tot sein. Ja, es kann auch nach einem Suizid passieren. Weil, keine Ahnung, er auf einmal die Erkenntnis mitbekam, durch Person XYZ ist die ganze Scheiße ist angefangen. Sagen wir, deswegen will der Mensch nicht sterben. Dann schwabbelt er erstmal rum als Geist und sucht sich ein Tier, mit dem er fusioniert. Und das Tier kann nicht mitreden. Es merkt einfach, wie etwas passiert. Und ist dann dieser Teara, eine neue Version von sich selbst und noch unbekannten anderen Seelen. Und ja, dann ist halt die Frage, wie kooperieren sie zusammen? Und das kann halt so enden, wie ihr Bock habt. Meine ursprüngliche Idee ist, dass dann halt wirklich Rage losgeht, dass einfach beide Seiten angepisst sind und dann im Dämonenzug alles niedergemacht wird, aber da habe ich auch sehr stumpf gedacht. Zum einen, die können sich gegenseitig immer versuchen zu bekämpfen. Aber der Gedanke war halt, dass sozusagen der Mensch zwangsweise den Körper übernimmt und das Tier mehr und mehr im Hintergrund drängt. Aber es kann auch andersrum passieren. YOLO. Jedes Lebewesen hat seinen eigenen Charakter. Und als Währung, damit es halt wie gesagt auch Ansporn gibt, die Quest zu machen, habe ich mir sozusagen Spirits ganz einfach gedacht, weil Mystik und Wald und Fantasy und Wii und Münzen einfach gar keinen Sinn machen, gibt es die Mana Spirits, das ist das blaue Licht, und es gibt die Seelenfragmente, das ist das weiße Licht. So. Ich habe halt den Rahmen sozusagen immer doppelt gecallert, dass ich die Baumstümpfe, was auch immer, mit entweder blauen oder weißen Licht hatte und ich doppelt zeichnen musste. Das seht ihr gerade wunderschön. Und ja, oben rechts ist meine Fresse. Gut, wir reden nicht darüber. Genießen Sie die Aussicht, wenn Sie drauf Bock haben. Nur ich brauchte wirklich den Stream, um es durchzuziehen. Weil der Chat ist einfach so fucking motiviert. Falls ihr auch davon teil sein wollt und man sich gegenseitig inspiriert, folgen Sie mir bitte auf Twitch, ist in der Infobox verlinkt. Ich kann den Versuch machen und vielleicht wollen die Twitch-Leute ja auch kurz reinschreiben, dass es vielleicht sogar ganz lustig ist zu gucken oder wie motivierend ich sein kann. Kann. Manchmal bin ich auch ein kleiner Klops, dachte mir so, ich hab mir jetzt gesagt, ich streame. Nee.
bin dann aber entweder komplett kaputt von Arbeit, wie letzten Sonntag, oder irgendwie komme ich an einen Punkt, wo ich sage, okay, eigentlich hast du gerade keine Lust, den Stream zu beenden, aber du willst doch weitermachen. Und dann helfen wiederum der Chat wieder raus. Also, ob jetzt jemand reinguckt, keine Ahnung, aber wie gesagt, nochmal tausend Dank dafür, Leute, dass ihr mich aushaltet. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt gerade genug Schleichwerbung für den Stream gemacht. Es wird wieder Zeit, über die Rasse zu reden. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich selber nochmal spicken musste, wie ich mir das System gedacht habe, weil die groben Sachen waren im Kopf, ja, aber ich hatte nicht mehr im Kopf, was in welcher Stufe sich optisch verändert, weil über die drei Stufen hinweg, bin es logischerweise mit Stufe 1, verändert sich dein Theater auch optisch und wird sozusagen eine neue Version von sich selbst. So, und wie ich dann feststellen musste, der Post, was kurz nach dem ersten Reboot, ja, ich glaube, das ist jetzt der zweite, gemacht habe, wo ich nochmal das Trade-System schriftlich ausführlicher gemacht habe, ist 4 fucking Jahre her. Februar 2017. Ich, ja, 4 Jahre, Gott verdammt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich mit dem ganzen Auffreshen meine 2-3 Leute habe, die mit mir den Scheiß machen. Und ich bin auch, ich bin stolz auf die neuen Trade Sheets, weil man sieht definitiv visuell eine positive Weiterentwicklung. Das Farbschema passt, es ist verständlicher, es sieht optisch auch irgendwo noch mehr aus dadurch und ja. Aber öffne ich mal meinen digitalen Spickzettel, den Discord-Server. Ich werde dann auch den Link in die Infobox packen, falls man darüber rein will. Ansonsten auch noch die Facebook-Gruppe. Ich freue mich, falls jemand reingucken will und vielleicht auch mitmacht. Aber ich habe dafür meine Lieblingskraft Heilung genommen als Magiebeispiel und neben dem Trade-System ist ja das andere optische Merkmal das Tattoo, was sich später ausbreitet und die Trades und Haare verfärben sich entsprechend der Tattoo-Farbe mit Abschluss der ersten Stufe komplett in diese Tattoo-Farbe. Sagen wir jetzt mal, dein Charakter hat vorher weiße Haare, du hast ein rotes Tattoo, dann werden die Tier-Traits, also die Tiermerkmale, die dein Tiara besitzt, und die Haare komplett gefärbt. Hat dein Tiara jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Jaguar-Schwanz und hat diese Fleckenmuster drauf, dann werden die mit verfärbt, die verschwinden nicht, die werden mitgefärbt in den Ton. Und man kann in der ersten Stufe nur mit Hilfe von Kräutersud leichte und mittelschwere Wunden heilen. Also sagen wir jetzt mal, du hast dir das Bein gebrochen. Du kannst sozusagen den Heilungsprozess beschleunigen, aber du kannst ihn nicht von heute auf morgen sofort wegmachen. Weil ich will halt, dass man wirklich Step by Step, damit man auch Ansporn hat, sich überhaupt mit den Questway-Magie auseinanderzusetzen. Soll deine Kraft halt immer größer werden und dass du mehr Spaß hast, das zu entdecken und so weiter. Und in der zweiten Stufe passiert halt mit das meiste, weil in der dritten Stufe ist Finish. Danach bist du sozusagen fertig. Zum ersten Mal, du hast immer eins der 2 Tier-Trails, die dein Tiara besitzt, ist dreifach ausgebildet. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel 3 Schweife, 3 Ohren, 3-teiliges Geweih. Und davon wachsen die jetzt nach und nach zusammen. In der zweiten Stufe hast du von 3 auf 2, sei es, dass die zusammengewachsen sind, oder wie kreativ ich auch eine Form der sozusagen Trade-Verwandlung genannt habe, verschwinden. Du hast halt statt 3 Schweife auf einmal nur noch 2. Und ja, es gibt halt 3 Arten, wie das passieren kann. Addieren, da wird es halt auch grundsätzlich von 3 auf 2 runter. Aber es wird entweder merkbar breiter oder merkbar höher, das jeweilige Trade mit jenen zusammenwachsen. Verschmelzen ist halt mein Lieblingsbeispiel, das Geweih. Du hast halt 3 Geweihteile oben auf deinen Kopf zum Beispiel. Kannst du auch woanders hinpacken, aber why not?
Und dann wachsen die halt zusammen wie so eine Krone. Und ich stelle mir das so episch vor, wenn die dann zusammengewachsen sind. Dazu muss ich auf jeden Fall einen Job machen oder ich mache mir selber einen Charakter dazu. Wer weiß, ist das meine Rasse? Und nachdem nun das Verfärben stattgefunden hat, ist jetzt das Tattoo dran. Das ist das, ich sage jetzt mal, formstärkste Ding, was in der zweiten Stufe passiert. Und zwar, es breitet sich aus. Dabei hängt es aber davon ab, wie lange du deine Magie benutzt. Denn je länger du sie benutzt, desto mehr breitet sich dein Tattoo aus. Aber wenn du, je intensiver, also je stärker du die Kraft nutzt, desto mehr schmerzt es dem Tiara, weil die Menschenseele mehr und mehr Platz einnimmt im Körper des Tiaras. Zwar nur seelisch jetzt nicht, wortwörtlich, was keine Ugly wäre. Aber ja. Und da hast du auch wieder drei Formen, wie das passieren kann. Rasterartig, dass du halt wirklich wie ein Raster sich das mehr und mehr verdichtet. Stempelartig, wie wenn du einen Stempel darauf knallen würdest. Oder Nummer 3, Spickzettel, bitte zeigen Sie sich verlaufartig. Also zum Beispiel diese Ranken, die ich am Rand habe, dass die immer dichter werden und dann wird das eine Fläche. So, sagen wir jetzt mal, du hast Stufe 2 fertig. Dann kann man auch ohne Kräutersud schwere Wunden heilen, wie zum Beispiel vorher angesprochen, den Beinbruch. Und wenn du das abgeschlossen hast, bist du in Stufe 3. Und dann hast du halt A von dem anfangs dreifach ausgebildeten Tier-Trait nur noch ein einziges, je nachdem, welchen Weg du dir ausgesucht hast. Und deine Magie ist fast schon OP. Mein Beispiel kann einmal eine Woche der Tiara einen Menschen wiederbeleben vom Tod. Ja, also es ist halt keine Kampfkraft, aber ich finde Magie geil. Und wenn du Stufe 3 abgeschlossen hast, zeigt sich sozusagen das letzte dritte optische, ich nenne es jetzt mal Siegel. Und zwar kannst du bei den Augen ablesen, welchen Status die zwei Seelen miteinander haben. Sind die Augen komplett schwarz, ist das der aggressive Weg, der ursprünglich den ich im Kopf hatte, dass wirklich dieser Rage-Mode aktiviert ist, der Mensch komplett übernommen hat in seiner Rachewut und einfach nur alles niederschmettern will, bis er selber tot ist. Oder was? Also insgesamt gibt es drei Formen, aber praktisch sind zwei indirekt und miteinander verknüpft. Und zwar der Zwiegespaltener, wo du. Okay, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Beim aggressiven Weg erkennst du daran, dass der nicht so happy ist und schon allein an das, was er tut, Rage Mode, dass die Iris komplett schwarz ist. Wenn Zwiegespalten ist, hast du eine weiße Iris und eine schwarze Iris. Um zu zeigen, so, yo, die überlegen noch, wie sie zueinander stehen. Und was aber auch passieren kann, die werden beste Buddies und sind total happy und alles. Und dann hast du einfach normale weiße Iris. Dann sind die wirklich komplett im Reinen mit sich. Grundsätzlich kann aber jedes Mal von friedlich auf Zwiegespalten umgeswiped werden, weil wieder irgendwas vorgefallen ist. Whatever. Und ich fand das einen ganz netten Kniff. Ganz lustig. Aber ich habe, oh Gott, ich habe so lange überlegt, wie ich das mache. Aber nachdem ich es jetzt selber nochmal höre, finde ich, es ist ganz plausibel, verständlich und auch nicht so verwirrend. Ich hoffe, falls ihr es anders seht, schreibt es mir rein. Und dann habe ich ja schon gesagt, du sollst ja logischerweise auch eine Belohnung dafür haben, dass du dich damit auseinandersetzt. Also wenn du Quests machst, du kannst auch außerhalb zeichnen, aber kriegst du halt keine Belohnung. Man kann mir auch Quest-Ideen einreichen, dafür kriegt man auch Belohnung, by the way. Denn es gibt das einsame Lichtlein, der Warentausch. Das war übrigens das, was ihr später sehen werdet, wo ich mit super fancy Aquarell von IKEA oder was auch immer in den Tuben ist, ich glaube Deckfarben, ein Böhmchen im Wald gezeichnet habe, was sozusagen das Bild ist für den Shop, in Anführungsstrichen. Denn ich habe das zu einer semi-open Spezies umgewandelt. Das bedeutet, der erste Charakter, den du nimmst, ist komplett kostenlos. Kein Ding. So, wenn du aber noch einen Charakter haben willst, ergattest du entweder ein Adopt durch verschiedene Optionen. Ich gehe da gleich drauf ein. Oder du kaufst dir ein sogenanntes MGO-Ticket, Make Your Own. Sprich, du kaufst dir das Recht, noch ein Baby zu machen. Dafür würde ich gern 15 Euro haben. Sozusagen 5 Euro pro System.
ich will damit nicht reich werden, aber es ist schon Arbeit reingeflossen. Oder die letzte Variante, du erarbeitest dir einen für 18.750 Seelenfragmente. Was, glaube ich, 75 waren. Ich mache mir mal kurz den Spaß und frage nochmal den Taschenrechner. Das Höchste, was du machen kannst, wodurch ich es ausgerechnet habe, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, du machst 18.000 durch 250. Ah, nicht Komma. Pfui. 75, ja. Wenn du 75 Illus von den Questway machst, kannst du dir so einen MTO-Slot kostenlos arbeiten. Ich habe halt gesagt, das Höchste, was du verdienen kannst, sind 250. Und wenn jetzt jemand wirklich nur wie ich Illus macht, wie viele muss der machen, um dahin zu kommen? 75 ist wirklich, wo du dranbleiben musst, aber ich hoffe, es ist auch nicht zu erschreckend hoch, aber es soll halt auch nicht hinterhergeschmissen werden. Wenn du aber sagst, so, Bro, ich habe keinen Bock mehr selber zu einem Design oder ich mag deine Designs, also ich würde gerne einen von dir haben, aber ich habe halt kein Maus. Ja, 22.500 Seelenfragmente, das sind 90 Elos. Und dann habe ich mir sozusagen die Twitch-Magie abgeguckt und dann kann man auch Half-Body, Full-Body, Sketches und Artworks freischalten durch diese Seelenfragmente. Aber wenn ihr sonst noch Ideen habt, schreibt es rein. Aber das ist jetzt erstmal der Anfang. Ich bin gespannt, wo wir uns hinbewegen, Leute. Ach ja. Mal schön ans Trinken denken, Leute. Ich habe jetzt zwischen 1 bis 2 Wochen wirklich strikt, immer wenn ich frei habe, daran gearbeitet. Und ich hoffe, die Arbeit trägt Früchte. Ich bin wirklich super aufgeregt, wie jetzt der Reboot ankommt. Ob er ankommt, blöd gesagt. Wie ihr am Ende sehen werdet, habe ich auch einen Adopt sozusagen als finally Startschuss gemacht. Und ja, ich danke, falls du immer noch dabei bist, falls du vielleicht später in die Rasse kommst, für deine Aufmerksamkeit hier von dem Video, egal ob du es jetzt bis zum Ende noch reinziehst oder jetzt nur mich hören wolltest, weil danach klatsche ich dann Musik rein, dass man aber trotzdem weiterhin die Reise, wie eine Rasse entsteht, sieht, weil egal wie dumm es sich anhört, sich selber eine Rasse zu erdenken, es ist viel Arbeit, die Vorbereitung und später dann das Aufrechterhalten, eine Idee ordentlich auszuarbeiten. Die Story hinter den Terras bin ich gerade dran, wie das entstanden ist. Werde ich nach und nach durch Quests mit euch arbeiten. Ich habe auch eine gewisse Unterart, die ich jetzt schon super funny finde. Werde ich auch noch später droppen. Die werde ich jetzt in Ruhe weitermachen, aber ich wollte endlich mal den Startschuss geben. Und die kann man dann durch Gruppenquest freischalten, dass man mehr darüber erfährt. Und dann, wie gesagt, wegen der Story habe ich jetzt inzwischen eine Idee und einen Ansatz. Nun muss ich jetzt erstmal recherchieren, ob ich das so machen kann, aber ich habe eine Idee, wie die vielleicht geschichtlich entstanden sind und ja, ich bin wirklich super gespannt, was hier draus wird. Seit 4 Jahren habe ich diese Idee und jetzt arbeite ich endlich aktiv daran und ich bin so nervös. Aber wie gesagt, danke, dass du bei warst, bist, whatever. Man liest dich vielleicht im nächsten Video, falls dir der Shit hier gefallen hat. Aber bevor ich es vergesse, falls du jemand bist, der regelmäßige Videos haben will, ich muss dich enttäuschen. Tschüss. Oder vielleicht schon nicht. Ich habe versucht, ich habe mal 6 Wochen hintereinander wirklich geschafft, jedes Woche ein Scheißvideo zu droppen, aber ich habe selber gemerkt, wie ich mich gezwungen habe zu zeichnen, dadurch wurden die Bilder teilweise kacke. Ich habe mich selber super gestresst. Es ist nur ein Hobby nebenbei, das ist nicht gesund. Ich versuche wenigstens einmal im Monat jetzt ein Video zu machen, dass es nicht so hoch gedroppt ist, aber dass es halbwegs regelmäßig ist. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich auch jetzt durch diese krasse positive, durch diese krasse Reaktion in der Rasse so viel Schub, dass ich jetzt alle 2 Wochen wieder schaffe. I don't know, aber falls du noch da bist, bitte erwarte keine Regelmäßigkeit. Ich schaffe das nicht mal auf Instagram. Das ist nur Bild abfotografieren, bisschen bearbeiten und hochladen. Das ist 10-mal einfacher als ein Video. Nicht mal das schaffe ich. Aber ja, falls dir mein Stil gefällt, ich bin Trelli-Opfer, also traditionell mit Stift und Papier vorwiegend.
Besuche mich sehr gerne auf Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, wenn du Live-Prozess sehen willst. Die Währendheit habe ich auch noch, aber da bin ich noch super seltener drin. Aber wie denn was sei, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank fürs Gucken. Man liest sich vielleicht später wieder und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderhübschen Tag und vielleicht darf ich jetzt zum Hintergrund bei dir weiter rumdudeln. Viel Spaß beim Bestaunen des weiteren Prozesses und meiner Hackfresse. Meine Freunde, man liest sich. Thank you.
Sí.
Thank you.
Thank you.
Also, eigentlich ist Ikea bekannt für wunderschöne Möbelis, aber die haben inzwischen auch Malzeug, wie zum Beispiel diese Gewalt. Ich hab gesagt Gewalt! Danke. Wie zum Beispiel diese wunderhübschen Tuben. Ich war wirklich super überrascht, dass Ikea Tuben hat, okay? Also ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr habt es jetzt gesehen, Bitches. Und ich konnte nicht anders. Es ist Malzeug. Ich bin ein Opfer, okay? Alles, was ich nicht kenne, wird aus Prinzip einmal gekauft. Und dazu Pinselis, die voll süß klein sind, aber guck doch mal, die haben auch verschiedene Förmchen. Nicht nur Runde, die hier auch so. Entschuldigung. Ich bin erwachsen. Ich habe für 200 Euro bei Ikea eingekauft, mein eigenes Geld. Ich bin erwachsen, Gottverdammt. Sagt zumindest mein Perso. Und da gab es auch das Ding hier. Ist nie so schlecht, aber ich muss sagen, mir fehlen ein paar Farbenis. Und es gab auch Aquarellbuntis, die ich
in der Kiste da hinten, obwohl ich gerade zu faul bin, hinzugreifen und zu zeigen. Aber ich muss sagen, ich finde die Aquarellbuntis, sollen sie auf jeden Fall ein größeres Set machen, weil das ist geil als Ergänzung zu dem hier. Du hast ja hier die Hautfarbe und dann kannst du mit den Aquarellbuntis wunderschön den Schatten reinarbeiten, ohne dass das zu knallig ist oder zu wenig. Das hier ist meiner Meinung nach zu knallig als Hautergänzung. Ich habe es ja ausprobiert, aber ist okay. Zurück zum Thema. Wir machen aus diesen super mystischen Farben das krasseste Farbset, was ihr gesehen habt. Aber mal kurz angemerkt, ich finde, das Farbset sieht wirklich schön aus. Also, schöne Farbis. Keine Ahnung, ob die funktionieren, werden wir gleich sehen. Aber daraus werden wir etwas Magisches machen. Beziehungsweise, ich versuche es. Ob es klappt, entscheiden Sie selbst und bleiben Sie dran.
Take it now.